So, Finale, Finale. Wir sind im Finale und zwar der Invitational Favorites. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zurück zu Grid. Wir haben 6 Runden aus Shanghai, Nanpo Bridge Circuit. 4 Fahrzeuge stehen heute nur auf der Straße. Und zwar unsere beiden und die beiden Vollfahrzeuge, die ich ja schon so ein bisschen angekündigt habe. Ist halt ein Showdown, ne? 6 mal 5,4 harte Kilometer, die heute hier anstehen. Force Racing wollen dem Geschehen auf der Strecke mehr Würze verleihen, Kristen. Was weißt du über dieses Team? Viel wissen wir nicht über Walls, Alex. Das hier ist ihre erste Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft. Aber wir wissen ja, dass man es mit durchschnittlichen Leistungen nicht hierher schafft. Also wäre ich nicht überrascht, wenn ich nach diesem Rennen ein neues Lieblingsteam hätte. Werden die anderen Teams es mit ihnen aufnehmen können? Gleich werden wir es wissen. So. So, Finale, Finale, wir gehen ins Finale und wollen natürlich, dass die Gier nach Hause fahren, aber das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit hier. Gerade hier in Shanghai. Alle Bandurz-Fahrzeuge, die wollen natürlich an uns vorbei und wollen sagen, ja, ich... Verstanden, angreifen. Gerade bei unserer eigenen Serie wollen wir nicht ganz hinten starten. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Okay, zurück. Gut, ja, es wird ja definitiv heute nicht einfach werden. Gerade hier im Tunnel wird es ein bisschen laufen, muss ein bisschen aufpassen. Ja, 6 Runden stehen heute an. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Jetzt spricht er wieder. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Jetzt spricht er wenigstens mit mir. Gerade jetzt die Brücke hier. Ja, so 12, 13 Minuten wird es heute dauern. Weil er da 6 Runden hier. Und wir gehen als Führer dann in die zweite Runde. Guter Start. Bleib an der Spitze. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Ja, ich muss jetzt noch mal auf beiden Dingen achten, dass ich noch schön wegkomme vorne. Ja, der Tico, der sich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen rückgearbeitet hat, denkt jetzt gleich am zweiten zu fahren. Ich jag jetzt hier mit über 250 durch den Tunnel durch. Das hört auch so schön. Wir gehen jetzt gleich in Runde 3, also da haben wir ein bisschen was zu fahren heute. Schöne die Bridge runter. Leichte Probleme gab's. Nein, das Konfetti bedeutet übrigens noch nicht viel ab. Das Spiel irgendjemand.
Sehr schön, aber... Dritte Runde. Leg einen Zahn zu. Das heißt, ich soll noch einen Zahn zulegen. Ich führe das Rennen an. Okay, angleich. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Yes, jetzt haben wir die Doppelführung. Jetzt geht's wieder in die Tunnel. Das ist die Konzentration, auf der ich jetzt hier reinlege. Schön die Bridge runter, nicht in die Wand am besten. Das war die Hälfte des Rennens. Ja, leider erst die Hälfte. So, wir sehen uns in Runde 4. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Du kriegst aber eine Anweisung. Im Moment. Du hast ein bisschen abgeschwächt, gerade zum Tunnel, durch die Brücke. Aber wichtig ist, dass er für, dass er vor den beiden spielt. Aber ich glaube, naja, das dürfte ein Mädel sein. In 3 Jahren wahrscheinlich ein Typ. Nein, ist mir aber egal, wie die 2 Jahre sich Reihenfolge gehen. Wir hatten schon gestern kein Auto mehr unter den ersten 3. Also nicht gestern mehr, aber am Donnerstag, also in der letzten Folge. Und ich hoffe, dass das heute auch bei ihrem Heimrennen oder bei ihrem nächsten Mal der Zweitveranstaltung wieder eine auf diese Aufsichtsocken bekommen. Jetzt sind wir 3 Rennen übereinander veranstaltet. Wir haben ja angefangen mit dem Ford Focus. Dann die letzte Folge mit dem Audi RS3. Und heute mit dem Subaru Impreza WRXS7. Und dann sind wir so los. Also dann morgen mit dem letzten Teil starten wir. Gut. So, vorletzte Runde. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. So schwer ist die Strecke nicht. Jetzt sind es noch 2 Runden. Sie ist halt nur schön lang, weil wir die schnellste Runde momentan mal 51-0. Also er packt den Moment da, jetzt geht es wieder lange in die Tunnel. Da geht es wieder die Bridge runter, dann sind wir schon wieder durch. Also, ja. So, jetzt geht es wieder Richtung Brücke.
Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. So, der Teamkollege hat wohl einen Fehler drin eingebaut. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Der Teamkollege hat wohl einen Fehler eingebaut, das heißt, die sind mit beiden an ihm vorbei irgendwie. Sah eigentlich ganz gut aus, aber da muss auch eine Nadel irgendwo sich eingehängt. So, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Verstanden. Jede Anweisung zum Angreifen. Ich bette drum, dass du die Jungs doch gleich nachschickst. Okay, es wird angegriffen. So, jetzt die letzten Meter. Jetzt ist gleich hier die Brücke runter links. Und dann gibt's für die Vollzugsfahrt auch beim dritten Event einen auf die Socken. Ja, ihren dritten Event. Dann haben sie alles haushoch verloren. Yes, Baby! 11 Minuten 13 haben wir jetzt gebraucht, um dieses Ding nach Hause zu ziehen. Der Teamkollege ist weiter geworden. Jawohl, ist er dann am Ende auch. Knapp vorne. Aber er hat es nach Hause gefahren. Beide waren über eine Sekunde langsamer als der jeweils andere. Also ich schneller als der dritte um eine Sekunde und der zweite schneller als der vierte um eine Sekunde. Und das ist doch mal sehr gut gelaufen heute. Jetzt. So, quasi. Oh, das gibt wieder schöne Punkte. So. Und Platz 1 und 2 für unser Team. Ja, das hat sich für die anderen mal überhaupt nicht gelohnt. So, dann sind wir durch, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt morgen um 14 Uhr mit dem Suzuka Circuit Track Day. Bis dahin. Tschüss.